Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Infovideo von uns. Matze auch da, Matze. Ja, servus Leute. Und ja, es geht mal wieder ums Informieren. Konkret geht es um die Worship-Liga, die auf Kovix.net stattfinden wird. Generell am Anfang schon mal die Info: schaut in die fucking Videobeschreibung, da steht alles Wichtige drin, alle Links und so weiter, was ihr braucht. Und ansonsten könnt ihr euch das Video jetzt einfach auf den zweiten Bildschirm klatschen und uns einfach geschmeidig zuhören, denn es geht nur kurz darum, zum Ablauf der Liga ein bisschen. Also, die Kämpfe finden generell, also die Gruppenphasenkämpfe, finden am 21.05., das ist der kommende Samstag, statt. Beginnen tut das Ganze um 17 Uhr und halt auf dem Kovix.net-Server. IP und so weiter in der Beschreibung. Und ja, Gruppenphase am Samstag, 21.05. Die K.O.-Phase und die Finals und die Platzierungsspiele sind dann am nächsten Tag, am Sonntag, den 22.05. Sprich, wir haben ein Wochenende, um die Liga durchzuziehen, und das geht zeitmäßig bestimmt ziemlich gut raus, finde ich. Genau, es gibt aktuell 6 Teams auf dem Kovix.net-Server und den Spielplan, wann welches Team gegen welches Team spielt, den kriegt ihr auch, das ist auch in der Videobeschreibung, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Da sind einige Links zum einen der Spielplan. Dann ist natürlich auch die Frage, wie könnt ihr zuschauen? Entweder könnt ihr natürlich auf den Server gehen, um die Zeit und selbst zu gucken, als Spectator, das gibt es da die Möglichkeit. Ansonsten könnt ihr auch einigen Kanälen folgen. Unter anderem bezüglich Livestreams, Disco-Wüste und TNT-Freaks streamen die ganzen Files nämlich ebenfalls. Die jeweiligen Kanallinks sind auch in der Videobeschreibung. Das sind Stream auf YouTube, wenn sie streamen werden. Also in der Videobeschreibung TNT-Freaks und Disco-Wüste als Streamer. Wir werden auch Files davon aufnehmen. Nicht alle, aber die wichtigsten, gerade die Final-Files und die Halbfinal-Files. Gruppenphase wissen wir noch nicht genau, aber wir werden auch einige Files aufnehmen von den Worship-Files, um die werden wir auch hochladen auf YouTube. Und ja, wie ihr auf unseren Kanal kommt, das werdet ihr vermutlich wissen. So gesehen kriegt ihr dafür keinen Link in der Videobeschreibung. Ja, sollt ihr wissen. Das war es eigentlich auch schon. Soweit Info zur Worship-Liga. Falls wir irgendwas vergessen haben, was ich jetzt nicht glaube, weil wir haben ein striktes Skript, das wir gerade eigentlich nur vorlesen. Verlinkt ist aber auch noch das Infovideo von den TNT-Freaks, also von den Kovix-Leuten selbst. Die haben auch ein Infovideo gemacht dazu. Doch keine Werbung macht sie dabei. Link ist auch in der Videobeschreibung. Und dann noch ein kleines anderes Thema. Und zwar ist der Kovix-Server ja bisher in der Open Beta. Und das Final Release-Datum vom Server ist jetzt auf den 30.05. festgelegt, beziehungsweise am 30.05. sind noch 2 Tage Wartungsarbeiten, und danach wird der Server aber komplett released. Da gibt es auch dann 2 neue Spielmodi, und zwar Missile Wars und Gun Game. Habe ich jetzt selbst noch nicht ausprobiert, aber könnten wir uns echt mal anschauen, denke ich. Wäre recht chillig. Und außerdem gibt es Ingame-Währungen und viel mehr neue Features noch. Was genau damit gemeint ist, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich habe es halt noch nicht ausprobiert, oder wir haben uns in dem Sinne noch nicht wirklich informiert. Aber da könnten wir mal, also ich packe auf jeden Fall den Link zum Forum von Kovix auch in die Videobeschreibung. Ich denke, im Forum steht dazu eventuell noch mehr. Und ja, mal schauen, vielleicht sind wir dann sogar beim Server-Release anwesend, weil je nachdem, ob uns das halt rausgeht. Vielleicht können wir da ein bisschen Missile Wars oder auch Gun Game uns das mal anschauen. Gut, das ist doch so als kleine letzte Info. Ansonsten das Wichtigste zur WSL haben wir gesagt. Alles Mögliche steht in der Videobeschreibung. Also lest die doch mal. Dazu ist sie da, um gelesen zu werden. Und ja, ich denke, das war's soweit, oder David? Willst du noch was hinzufügen? Ja, das war's soweit. Okay, gut, dann danke fürs Zuhören und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.